I lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. Servus, Freunde des gepflegten Motorsports. Da sind wir wieder, in einer längeren Zeit. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's super. Heute fährt Frieda mit mir. Fährt eine Yamaha YZF 125R. Geiles Gerät. Und wir dürfen es heute Probe fahren. Das ist auch das Video so. Wir fahren das Bike Probe. Ich bin mega, mega gespannt. War ja eigentlich mal so mein Traum, Rennkarre zu fahren, aber meine Eltern so, ja, du bist groß und bliblablub und es ist ungemütlich zu fahren. Wir sind selber Motorrad gefahren, bliblablub, fährst du nur tot, weil du immer am Gashahn hängst. Ich meine, hier hänge ich auch noch am Gashahn. Aber egal. Ey, erst stehen wir im Stau und dann an jeder scheiß Ampel. Kann nicht sein. Fährt seit einem Monat Motorrad, aber es hat auf jeden Fall ein richtig geiles Bike. Von hinten sieht es wirklich aus wie eine R6. Aber wenn ich so einen Spiegel gucke, ist echt ein bisschen schmaler, aber sieht auf jeden Fall richtig, richtig fett geil aus. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich. 1,84 der Ultimate und Audi TT. Aber Junge, ich habe gestern 1,83 für ein Ultimate getankt und ich wollte gestern auch mein Auto tanken. Da kommt auch bald ein Video über mein Auto. Auf jeden Fall ein mega geiles Gefährt. Ich habe gestern 1,83 für ein Ultimate getankt für das Bike und war dann schon bei irgendwie 5, was weiß ich Liter bei 12 Euro. Ey, ich habe echt geschluckt. Motorradfahren war eigentlich schon mal relativ billig, so auch in meiner Zeit. Aber anscheinend ja doch nicht. Kotzt mich echt ein bisschen an. Ich bin echt mal gespannt auf das Bike. Weil so Yamaha, so eine R125 oder YZFR, war schon immer so ein bisschen mein Traum. Waren so die an den Anfangszeiten so oder ganz am Anfang so, wo ich angefangen habe mit Motorradfahren oder Moped. Ah, da war so eine R1 schon so ein Träumchen, weil die kam da frisch raus. Oder das neue Modell oder die R6, das ist eigentlich so echt mein Traum. So in die Richtung. Und deswegen ist das schon geil, dass sie sich heute bereit erklärt hat, mit uns zu vloggen. Oder mit mir zu vloggen, weil Oliver, der ist ja nicht da. Oliver ist gegangen, nein. Aber Olli ist auf Messe. Er ist auf der Messe, arbeitstechnisch. Und ja, wir fahren jetzt erstmal zum Großstolpner See, würde ich sagen. Und dann machen wir einen Bikewechsel. Ach, die Oldtimer-Fans. Da wird auf jeden Fall in naher Zukunft auch was Geiles kommen. Also wir haben viele, viele geile Videos geplant. Wir haben jetzt auch wieder langsam Zeit. Da wird jetzt bald wesentlich mehr kommen, was das Motorradthema einfach betrifft und so. Aber heute widmen wir uns mal der schönen Yamaha. Die junge Dame lässt uns mit dem Motorrad fahren. Wir werden jetzt hier rechts reinfahren und werden dann mal Bike tauschen. Ich habe schon mega Lust. Oh, Digga, wo soll ich jetzt hin? Ach, hier ist doch alles frei. Hier ist doch alles frei. Falls das Ding noch scheiße ausrutscht, ey. Na? Peace. Du bist auf Kamera. Ist das geil? Aber wir standen doch jetzt echt in jedem Scheißstau, oder? Vor allem, das sind 15 Minuten normalerweise bis hierher einfach eine halbe Stunde getuckert. Gefühlt. Das ist so ein schönes Motorrad. Mach das nochmal. Das muss, das, warte. So entstehen Thumbnails, Leute. So, das Model kann. Ist das cool? Das ist auf jeden Fall ein schönes Motorrad. Und die wirkt richtig groß, wenn du im Spiegel, du guckst in den Spiegel und denkst, hinter dir ist ein R2, eine R6. Die guckt voll böse. Aber was ich finde, die hätten hinten wirklich schon mal 160er Hinterreifen draufknallen können. Aber es ist halt nur eine 125er. So, was gibt's denn zum Motorrad zu sagen? Was kannst du uns denn sagen? Was wollt ihr denn wissen? Alles. Das ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage? Ja. Also geschafft habe ich mit der 130. 130? Ja. Dann hört es, glaube ich, auf. Außer mit Rückenwind schaffe ich vielleicht noch 35. Ja, da bin ich sogar schneller. Mit der habe ich schon 145 geschafft. Echt? Übel, habe ich mich richtig drauf geknallt. Ja, keine Ahnung, in den Tank schaffen 11 Liter, damit komme ich, wenn ich ordentlich fahre. Wenn?
350 Kilometer. Das passt doch, aber 11 Liter mit 350 Kilometern, das ist schon mal cool. Upside-Down-Gabel, 41 mm, schon schick. Vor allem, das würde, ich fände das ja auch an der so richtig geil aus, wenn die so richtig Messing wäre, aber ja, Plastik pur. Alles schon kaputt. Ey, ohne Spaß, die habe ich vom Händler geholt. Und der Händler so, ja, kriegst nochmal 30 Euro Rabatt. Und ich so, warum? Ja, wir haben dir hinten die Verkleidung abgebrochen. Ich so, na danke. Das war auch geil. Aber die steht auf jeden Fall ziemlich erwachsen da. Hier. Soll ich dein... Das war auch geil. Vom Wheelie fahren? Also du machst Kennzeichenschleifen? Ist schon das dritte Kennzeichen, ne? Ist alles klar. Aber das kriege ich nicht hin. Das kriegen, okay. Kann ich den bei dir lassen? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Ich bin echt gespannt. Weil die wirkt schon groß. Darf ich mich draufschwingen? Oh. Tob dich aus. Ah ja, du sitzt auf jeden Fall wesentlich sportlicher als bei mir. Ist aber sexy. Aber ich bin, ey, wirklich, ich bin riesig. Aber. Aber du stehst auch auf den Zehenspitzen. Ja. Instinktiv auf den Zehenspitzen stehen. Ja, warte, ich rutsch vor. So. Ich stehe. Ja, den spiegelt sich aus. Aber du hast wirklich ein bisschen geputzt, Mensch. Ja, ein bisschen grob. Ja, ich nicht. Ganz schnell habe ich so drüber gewischt. Drüber gewischt. Hier siehst du auch noch diese ganzen komischen Punkte von diesem hässlichen Baum, das der so. Was bei mir aber auch. Meine steht bei mir an der Schule mitten in der Sonne auf dem Motorradparkplatz und mir scheißen da die Vögel drauf wie sonst sowas. Ich hab da gar keinen Bock mehr. Ich hab Bock. Ui, es geht los auf der Rennkarre. Ah, ist halt Yamaha-like. Ah, Digga, nein. Ich hab grad nicht ernsthaft gehupt, oder? Ey, das Bike, das ist wirklich ein Traum. Das Ding geht ab wie Sau. Für den 125er? Und die Besitzerin ist auch so korrekt drauf. Boah, ist das geil, wirklich. Ey, die ist wendig wie Sau. Also meine ist auch wendig durch diesen großen Lenker. Aber die ist für einen Stummellenker wirklich richtig agil und gut, wirklich. Kannst du nicht sagen. Ich bin echt überzeugt von diesem Motorrad. Ich hoffe, die Kameraperspektive stimmt irgendwie. Aber wirklich, du fühlst dich auf dem Motorrad, wenn du ein bisschen Motorrad gefahren bist, schon ein paar Jährchen, du kommst auf dem Motorrad an und fühlst Rennsport. Ich bin jetzt auch schon einige andere Sportler gefahren, auch in höherer Kubikzahl. Aber die Karre hier fühlt sich wirklich sausportlich an. Also du sitzt wirklich sehr sportlich und agil drauf, also du fühlst dich jetzt nicht lästig oder so auf dem Ding. Du kannst halt wirklich auf der Sitzbank, die Sitzbank ist relativ schmal gehalten. Du kannst halt wirklich geil rumrutschen auf dem Arsch. Ja, das ist eine pure Spaßmaschine, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich, setz dich drauf und du hast Spaß. Und selbst für große Leute wie mich geeignet. Ich habe das Bike vor, sagen wir mal 10, 15 Minuten in die Hand bekommen und ich will es gerade gar nicht mehr loslassen, um ehrlich zu sein. Weil Frieda, du kriegst dein Bike nicht wieder. Ich fahre jetzt nach Hause, habe ich beschlossen. Ich hocke hier drauf wieder frisch auf der Gießkanne und es ist mir gerade eben so scheißegal. Easy peasy im 520. Also wirklich, wirklich ein geiles Gerät. Super geiles Produkt. Das macht mich mega happy, das Teil zu fahren, aber ich glaube, ich stehe hier die ganze Zeit auf dem Auspuff. Ich weiß es nicht, ich sehe es gerade gar nicht. Digga, wo stehe ich drauf? Stehe ich unter anderem. Ja, ist jetzt vielleicht nicht der beste Platz für so ein schönes Motorrad. Aber wir stellen uns jetzt mal kurz hier hin. Ich weiß nicht mal, wo ich bin, ey, wirklich. Na, finde den Neutralen. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ist das geil. So, wir stellen uns jetzt mal hier hin. Machen den Ständer mal runter. Machen sie mal aus. Digga, einfach ein Huhn. Einfach ein Huhn, Junge. Ich glaube, das Huhn bewundert auch einfach nur das Motorrad. Moin. Ist das geil.
Perfekt. Ich habe gerade festgestellt, ja, tschüss Huhn, dass der Kamerawinkel so scheiße war. Aber wir gucken uns das Bike jetzt nochmal kurz im Detail an. Ich stecke mal kurz mein Handy weg. Und jo. Also, wirkt auf jeden Fall mega bullig. Wo will er hin? Wo will er hin? Gucken wir uns das Bike hier an. Auf jeden Fall, das Huhn gerade hat alles getoppt und dann kommt der LKW noch dazu. 125 Kubik, ist klar. 140er Hinterreifen, ich glaube ein 100er oder 110er vorne. 300 mm Bremsscheibe vorne, keine Wave, eine normale 125er Kette. Und du sitzt wirklich gut drauf. Also du sitzt jetzt nicht drauf wie der Affe auf dem Schleifstein, aber du sitzt sportlich genug drauf. Aber ich denke mal, du kannst damit Touren fahren, weil ich bin jetzt wirklich ein bisschen größer und ich habe kein Problem jetzt gehabt, damit drauf zu sitzen und alles. Also es ist wirklich mega gutes Fahren und die wirkt halt wirklich sehr bullig. Tagvolllicht, alles LED, ist schon geil, die Blinker jetzt nicht. Aber der Rest ist wirklich mega solide, steht wirklich gut da. Auch für so einen großen Typen wie mich ist das kein Problem. Da hat sie sich wirklich ein richtig geiles Motorrad rausgesucht. Hier seht ihr das nochmal. Black_YZFRI ist ihr Instagram-Name. Schaut da mal vorbei und lasst da mal ein bisschen Liebe da. Und wir sagen, wir fahren jetzt gleich zurück zu ihr. Ich hoffe mal, die Aufnahmen jetzt rückwärts wären ein bisschen besser. Weil hinzu war es jetzt nicht so sexy, weil ich die Kameraperspektive noch von meiner Karre mehr oder weniger drin hatte. Und hey, das ist ja klar, dass das nicht wird. Weil ich fahre halt nun mal eine Naked Bike. Ah, die ist schon relativ schwer. Also Frieda hat vor uns auch gesagt, 11 Liter Tankvolumen. Aber dann mal, wir gucken gleich nochmal, was kann man hier alles machen? Trip 1, Trip 2, Liter auf 100 Kilometer. Also sie verbraucht, das kann man gleich mal sagen, 2,7 Liter auf 100 Kilometer. Ich verbrauche 2,1 Liter. Und fährt durchschnittlich 47,8. Was willst du mehr? Sie hat gesagt, du kommst mit einem Tank wirklich 300 Kilometer, 300 bis 400 Kilometer. Oder 350 hat sie gesagt. Aber das ist ja alles mega entspannt. So, da fahren wir mal los. Aber du sitzt wirklich sexy drauf. Was ich denke, was dem Motorrad gut getan hätte, wäre ein bisschen geilerer Klang. Ich meine, wir reden hier von einer 125er. Aber meine klingt mit einem Leo Vinz echt nicht beschissen, muss ich sagen. Sehr, sehr leicht zu bedienen, muss ich sagen. Also ich hätte gedacht, es ist ein bisschen schwerer, aber lässt sich super in die Kurven legen und geht auch gut nach vorne. Finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also Fünfter sind, wie gesagt, echt ordentliche Geschwindigkeiten auch schon drin. Probleme, nimmt das Motorrad alles mit. Also wirklich ein solides Motorrad, hast eine gute Sitzposition. Der Stummellenker ist mir persönlich ein Traum. Also ich finde das wirklich richtig gut, was Yamaha da auf die Beine gestellt hat. Also es sitzt sich an sich wirklich sehr sportlich. Ich hoffe, ihr seht überhaupt irgendwas, weil ich muss jetzt hier erstmal zurechtkommen. Geht ab wie Schmitz Katze. Was wir auch haben, ich hoffe, ihr hört mich, ist eine variable Ventilsteuerung, was dem Motorrad so einiges ermöglicht. Also du merkst halt, dass die auch in den höheren Drehzahlen wesentlich bissiger ist als meine. Aber es fährt sich echt butterweich. Also Heidi Witzka, die ist geil. Also wirklich Knieschluss. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich hoffe, ihr hört mich wirklich. Wenn nicht, gehe ich mich erschießen. Knieschluss ist mega sexy, auch für meine Größe. Ich bin 1,83 bis 85. Das ist ja geil. Hier wird dann eingeblendet VAA, also wahrscheinlich variable Ventilsteuerung. Variable Ventiladjustment oder so. Und dann geht das hier ab. Aber geht ab. Topspeed, mit mir fährt er sauber auf 130.
Also, Frieda, geiles Motorrad auf jeden Fall. Wirklich ein bisschen neidisch. Also, die Kanzel ist wirklich mega schön. Ich muss ja die Reifen ein bisschen warm machen. Also, es ist wirklich ziemlich aufgeräumt und klar hier vorne. Es ist wirklich puristisch gehalten. Ich finde das Motorrad wirklich, wirklich mega, mega hübsch. Also kannst du nicht mehr. So schon mal als Vorabfazit. Du hast, wenn du das Motorrad kaufst und dich wirklich bewusst für das Motorrad entscheidest, zwar am Anfang wahrscheinlich ein paar Probleme mit deinen Handgelenken, weil es halt eine relativ unnatürliche Haltung ist. Du sitzt ja halt wirklich nach vorne gebeugt drauf und hast halt schon ein paar. Also wenn du so ein Mensch bist, der seine Komfortzone braucht auf dem Motorrad, dass du halt wirklich sagst, yo, ich kaufe mir ein Motorrad nicht aus dem Faktor Spaß, sondern aus dem höchsten Faktor Mobilität und will halt mit dem Bike auch von A nach B kommen ohne irgendwelche Probleme und dann halt auch wirklich mal eine lange Tour fahren von was weiß ich 500, 600 Kilometern am Tag, dann ist das wahrscheinlich nicht das richtige Motorrad für dich. Aber wenn du einer bist, kann man sagen, die Z800, ein absolut brutales Teil. Linkskurve, ich liebe Linkskurven. Ja, du sitzt hier schon gut sportlich drauf. Das auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mehr oder weniger in das Motorrad verliebt. Und ich glaube, das Motorrad war jetzt auch signifikant dafür, dass ich mir als nächstes vorstellen könnte, eine Rennkarre zu fahren. Also ich liebe euch ja eigentlich mit der Kawasaki Z900. Finde ich wirklich wunderschön, das Motorrad. Ich liebe euch aber auch gerade mit der Yamaha R7, die jetzt bald rauskommen soll. Und ich liebe euch auch ganz, ganz stark mit der Honda CBR 650R. Boah, ey, du kannst das Motorrad richtig geil drücken, du kannst es aber auch richtig geil legen. Also es ist einfach ein Genuss. Es ist wirklich ein Genuss, das Teil. Ich hoffe, der Kamerawinkel hat gepasst. Das ist so ein geiles Motorrad. Du Schlingel. Was? Hast du gesagt, du Schlingel? Hörst du das drauf? Natürlich. Killswitch. Sowas macht er. Ey, das ist ja mal so ein anderes Gefahr, Alter. Ich fühle mich gerade wie auf einer Supermoto. Das ist ja mal krank. Das ist ja mal ein ganz anderes Leben hier auf meinem Bike. Aber so ist Fazit vom Motorrad. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Bike. Wir gehen jetzt noch waschen. Viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Mega geiles Bike. Macht mega Laune zu fahren. Ist halt wirklich was für Leute, die halt eigentlich den Kompromiss haben wollen aus Spaß, aus Geilheit, weil das Ding sieht einfach so fett aus. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es sieht einfach nur krank gut aus. Es ist auf jeden Fall wirklich ein schönes Motorrad. Steht gut da, ist wirklich schweineangenehm zu fahren. Der Stummellenker gefällt mir schweine gut. Voll in meinem Windschatten. Aber das Bike geht auch gut ab, muss ich sagen. Also 135. Macht ja meine schon mit Rückenwind und Knie anlegen. War wirklich ein richtig geiles Erlebnis, mich mal auf so ein Motorrad zu setzen und mal mit so einem Motorrad zu fahren. Weil normalerweise bin ich ja so der Honda-Typ für das Bike. Und ich glaube, das Gefahre ist halt hier auf dem Naked Bike schon was ganz was anderes. Du fährst halt aufrecht, du fährst bequem, du kannst halt wirklich den ganzen Tag durchfahren ohne irgendwelche Probleme. Ich denke mal, bei der Rennkarre musst du dich halt wirklich drauf einlassen. Für jeden, für den das was ist, ist das, glaube ich, das geilste Gefahrer der Welt. Weil du bist einfach so unabhängig und so frei auf dem Motorrad. Du hast einfach die Straße so nah unter dir. Ich glaube, für alle die wirklich Motorrad-Enthusiasten sind und wirklich gerne und viel fahren,
ist so eine Karre schon das Ideale. Und wo bleibt sie denn? Also. Die haben mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt. Keiner kümmert sich drum. Ah, da ist er. Super. Zieht sie einfach vorbei, souverän. Aber das Heck, guckt euch einfach das Heck an. Einfach R1-Look in der 125er. Übelst breit gestellt, auch der Auspuff hinten schräg raus. Wäre nicht meine erste Wahl, hat aber was. Ich hätte ihn wahrscheinlich in Titan genommen, ich weiß nicht, ob es das gibt. Aber so wie es da steht, die R125, mega geiles Bike. So, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns doch gerne Feedback da. Und tut uns den Gefallen und guckt mal auf dem Account von Frieda vorbei. Account haben wir ja schon eingeblendet. Guckt einfach mal vorbei, wenn ihr High Quality 125er Content sehen wollt. Somit würden wir uns heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Lasst uns ein Abo da, ein Like. Somit sagt man Tschüss. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, würde ich sagen. Haut rein, Freunde des gepflegten Motorsports. Fahrt immer schön ruhig, macht langsam und steckt euch nicht mit Corona an. Und jetzt genießt das Auto und wir sehen uns demnächst. Haut rein, bis demnächst. Cast out like a shadow, racing towards the light.